der Bauernhof sei hier in Zeug. Sagt Hofer ganz anders, als sein Brief von Bauern oder die Höfe, von denen er in Büchern gelesen hat. Onkel John passt darauf, dass er nicht verliebt ist. Aber es gab Augenblick. Die Ernten am Abend mit den Kindern zusammengetrieben wurden. Er lief er voraus, aus zuzusehen, wie sie langsam eine nach der anderen herankamen. Und er freute sich, wenn die Milch in den Bauch noch schöner von der Luft, beobachten, wie sie auf wackeligen Beinen umherliefen und einander schießen, während die Nasen in die anderen Bauchschätzen. Onkel John besaß eine Herde von einige davon kalten in diesem Fall. In der ganzen Nacht kaufen sie alle in ihren Bademänteln im Klo und beobachten, wie ein Kalb zur Welt kam. Aber am besten gefiel ihm der Fluss. Wann immer er konnte, machte er sich davon und lief am Ufer entlang, beobachtete die Schwäne, die Enten, die Moorhennen und warf aus Spaß mit Steinen nach ihnen. Er entdeckte auch das Meer und war überrascht, wie nass er Warum ging zu dem Ort, wo der Nebenfluss in den Hauptstrom einmündete, und stieß auf flache, zertrampelte Stellen am Ufer, zu denen das Vieh frühmorgens herunterkam und eines Tages strichen Martin und er das kleine Boot an, und als die Farbe getrocknet war, holten sie die Ruder und machten das Fenster. Aber diese war nicht so aufregend wie die erste, denn sie blieben im Schiff. Er hatte Martin gern, aber im Stillen hielt er ihn für einen ziemlich braven kleinen Jungen, der mit seinem Zuhause, seiner Schule, in der Gruppe im Dorf und dem Landleben vollkommen zufrieden war. Er hoffte, ihm dies und jenes beibringen zu können. Eines Tages, als sie das Flussufer hinunterschlenderten und dem Schild nach Schwanennestern Ausschau hielten, ergriff er die Gelegenheit. Die Lämmer auf der gegenüberliegenden Weide machten einen schrecklichen Lärm, und Martin berichtete ihm von einigen Jungen, die versucht hatten, an Schwanen zu stehlen. Als Schwäne der Königin gehören und im königlichen Schutz stehen. Lasse Fentes, das ist gar nichts. Bevor ich hier hinkomme, gehört es zu einer Bande, die Messer, Bomben und solche Dinge besitzen. Die Polizei erwischte mich, aber sie hat nichts aus mir herausgekommen. Man kann die Polizei leicht an der Marke herumziehen. Was hast du hier mit den Messern und Bomben gemacht? Warte, Martin. Und für die Leute, die in die Luft gejagt wurden, war es auch keiner. Bleib ganz ruhig stehen. Verzweifelte Martin Fenster auf. Wir bewegen uns los zwischen dem Schölzhaus und den Gänsen. Seine Flügel interessiert zu sein, Das ist doch nur was für Weichlinge.